Und da sind wir wieder in einer neuen Session. Nur ein? Nee, wobei, fast noch am gleichen Tag sogar. Man glaubt es nicht. Wir haben in den letzten Aufnahmen diverse Soundprobleme entdeckt. Wir hatten es ja auch schon angesprochen gehabt, dass das Spiel einfach mittlerweile mit der Lautstärke macht, was es will. Ich musste jetzt leider die Lautstärke noch mal ein bisschen runterstellen. Ich hoffe, dass mit den Stimmen geht trotzdem noch einigermaßen klar. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ansonsten muss man leider ein bisschen die Untertitel mitlesen, weil ging einfach nicht anders. Man kann hier die Dialogspuren nicht von den Soundeffekten von dieser übertrieben lauten Waffe trennen. Also, auch wenn ich die Waffe echt geil finde. Also selbst eine Sniper ist leiser als meine SMG. Warte. Ist die vielleicht lauter? Mein Gesicht steht in Flammen. Also das ist der Ghost Rider. Das müsste doch bei dir auch. Schieß mal mit deiner Sniper zweimal. So, jetzt pass mal auf. Nee, die ist nicht lauter als meine. Nicht? Okay. Das glaube ich, weil das ja aus deinem Audio-Pod kommt, deswegen. Oder halt so aus deiner näheren, peripheren Umfeld. Wahrscheinlich. Wir haben ja beim letzten Mal noch hier diese Quest mit den Claptraps gehabt. Die geben wir mal ab. Gab für mich einen Mod für dich, nehme ich an, auch. Besorge Tennis lächerlich viele Claptrap-Komponenten. Mhm. Das habe ich am liebsten. Gut, welche Quest haben wir? Wir brauchen Wackelpuppen. Okay. Claptrap-Komponenten. Such das Lager im Scotch Snake Canyon und bring Blake das Wired Device. Ist das auch hier? Ah, das ist hier auf der anderen Seite. Okay. Was wollen wir dann zuerst machen? Und reaktiviere die Geschütztürme. Das machen wir als erstes. Das ist nämlich hier in dem Gebiet. Sollten wir das vielleicht tun? Gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf Pre-Sequel. Wir werden vermutlich... Wenn dann die Feuerrate wieder höher geht und... Alles verzehrt in der Hunger. Wir werden vermutlich auch Pre-Sequel zu dritt aufnehmen, statt zu zweit. Wenn sich jetzt nichts mehr am vorgegebenen Plan ändert, aber das werden wir sehen. Ich möchte mich jetzt auf nichts festlegen, man weiß ja nie, was passiert. Okay. Sind die Teile hier drin? Nee. Oder ist das oben drauf auf dem Dach vielleicht? Mr. Framerate macht mich bereits wieder fertig. Das bei mir funktioniert alles noch wunderbar. Smooth mit 60. Ich habe mal auch die Musik runtergestellt, weil die war gerade auch ein bisschen penetrant. Ich frage mich aber, wie man auf die Geschütztürme draufkommen soll. Gibt's bestimmt irgendwie einen Weg, wo wir einfach so dumm dazu sind, den zu finden. Wo ist denn das hier? Ich bin jetzt hier oben, aber... Oder kann es sein, dass das einfach nur wieder markiert und hier in diesem ganzen Umkreis liegen diese Teile rum? Das könnte durchaus auch sein. Ja gut, dann müssen wir halt mal schauen, ob wir was finden. Ich stecke fest. Also wieder in der Welt stecken geblieben. Oh, was haben wir denn? I see something. Hast du eins gefunden? Ich glaube, da könnte eins sein. Ich muss kurz gucken, wie ich da hinkomme. Dass es quasi unter mir war. Warte. Ah. Gut gedacht, aber nein. Ist es nicht? Nee. Aber das war doch nicht das, was ich gesehen habe, ne? Oh, lol. Ich sehe noch was. Ja, da oben ist die Waffenkiste. Die habe ich schon mal angemerkt. Da hast du gesagt, ist dir egal. Ach, das war die? Ja. Jetzt ist es mir nicht mehr egal. Jetzt bin ich nicht mehr getiltet. Wie kommt man denn so der hin? Ja. Das habe ich mich damals auch gefragt. Damals? Also gestern. Warte mal. Okay, wie kommt man zu der hin? Das ist ja Mindfuck. Ich glaube, ich weiß wie. Bist du? Hab's gleich. Nein! Scheiße. Nein! Ich bin an dem Standard weggehängen geblieben. Und freut ihr euch? Gesehen. Wahrscheinlich habt ihr euch gedacht, boah geil, endlich wieder eine Borderlands-Folge und dann, was bekommt ihr?
Ja, um mich da dir anzuschließen. Was? Einfach die Augen zu machen und das genießen. Mm. Das habe ich am liebsten. Du bist ein smarter Mutafikar. So, und schon ist das Video ab 18. Nein! Schon wieder daneben gesprungen. Also du musst aufpassen, wenn du oben bist. Du musst ziemlich weit rechts, weil in der Mitte ist dieser Stein. Da bleibt man hängen. Ich habe eine andere Idee, pass auf. Wobei, die wird nicht funktionieren, aber ich will sie trotzdem. Doch, funktioniert. Echt? Ja. Bist du über die Brücke da rüber? Ich bin einfach hier, warte. Auf das drauf gesprungen. Ah, und dann rüber gelaufen. Genau. Eine SMG mit 190 Schaden, was ziemlich viel ist. Allerdings hat die so sehr wenig Feuerrate. Und eine Combat Rifle. Also, ja, nimm mit. Okay, warte mal. So, aber das, was ich gesehen habe, war doch nicht das hier. Warte mal, ich gehe mal dann nochmal hoch, weil ich habe eigentlich was anderes gesehen, wo ich hin wollte. Aber auch nur eigentlich. Ah, hier. Hier unten? Ja, und jetzt war es richtig. Wusste ich's doch. Ach, hier unten drin? Ich wusste nicht mal, dass man hier unten rein kann. Ja, ich habe das jetzt, ich habe das gesehen, weil ich hier drüben war, oder? Wo war das? Nee. Wo war ich denn? Okay, anscheinend. Ah, hier, genau. Da habe ich es nämlich gesehen. So, wo müssen wir jetzt hin? Da vorne. Ans Ende der Gleise. Aber dann ist es wenigstens ganz markiert und nicht bereichsmarkiert. Das ist schon mal sehr gut. Weil das vielleicht haben sich da ein paar beim Hauptspiel schon drüber aufgeregt, dass es teilweise ein bisschen retarded ist. Dass im Zweier ja auch sinnvoller gemacht ist als hier, nehme ich stark an, dass es so ist. Ah, ich sehe es auch. Das ist da draußen auf diesem Ausleger. Ah, got it. Oder auch nicht. Was dummes Einzel... Halt, jetzt. Schaffst du es noch. So, was ist das andere? Ich gehe da mal zum nächsten Teil. Ja. Auf BLR6 Nasty Rebel. Ich habe eine gelbe Waffe gefunden. Immer weiter schießen hat die als Effekt. Ist das eine Revolver? Nee, eine normale Pistole. Warte ich schon mal, was die macht. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Mach mir was zu essen. Nee, keine Ahnung. Verstehe ich nicht, was dir das Effekt hat. So. War das nicht dieser Effekt, dass du das Magazin nicht leerst beim Feuern? Nee, war es leider nicht. Manchmal vergesse ich nachzuladen. Stimmt, das war der Effekt, den ich gemeint habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Effekte im Zweier aber auch alle eine krassere Wirkung haben als hier im Einser. Also manchmal lese ich was und sehe keinen Unterschied zu einer normalen Waffe. Ich verkaufe die jetzt auch, weil irgendwie war da jetzt nichts Besonderes dran. So. Das ist da oben, oder? Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ich glaube, das ist unter mir. Aber ich habe dafür den Weg gefunden, wie ich zu den Geschütztürmen komme. Oh, warte, dann lass das mal mich einsammeln. Das müsste dann irgendwie unter... Ich glaube, das muss unter uns irgendwie sein. Dann bleib du mal da, wo du gerade bist. Ich hol's. Dann kannst du die Geschütztürme... Ja, hab's. Ja, gut. Irgendwie mag ich diesen Soundtrack hier. Der ist angenehm. Der hört sich an wie so ein Tower-Defense-Soundtrack. Kann man an denen nichts machen? Also an dem zumindest nicht, an dem ich jetzt gerade bin. Oh, warte mal, ich glaube, wir müssen in eins dieser Häuser und dann ein Terminal oder so aktivieren. Sieht auf der Karte so aus. Deswegen sehe ich, hab's zumindest geschafft, dass ich oben bin. Dann kannst du jetzt zu der Kiste, die da ist, gehen. Wenn ich wüsste, wo sie ist, ich hab's schon wieder vergessen. Wo ist die hin? Die war doch bei einem der Geschütztürme, oder nicht? Ah, ich seh sie. Ah, okay. Ah, die Banditen sind wieder da. Aber die Geschütztürme dürfen jetzt schießen. Nein, noch nicht. Okay, warte. I got tits.
Ich piesack die mal da unten. Da hab ich grad Bock drauf. Jetzt. Jetzt feuern sie. Okay. Die werden einfach fertig gemacht. Sind die so gute Geschütztürme? Ja. Aber wir kriegen die EP nicht, ne? Ich feuer drauf. Ich hoffe, dass es funktioniert. Geh mal kurz die Quest abgeben. Dann können wir sowieso in das Gebiet da runter, wo du gerade hinguckst. Oder nee, wir müssen okay. In die Fabrik, ne? Nee, dann kannst du doch herkommen. Wir müssen in die Fabrik, fällt mir gerade ein. Also da, wo wir, wo Dr. Ned war, der Wiederbelebte. Ach, da schon wieder. Mhm. Gab nur EP. Bei mir hat es sogar vom Level abgereicht. Bei mir fehlt noch ein... Ja, so ein Dreiviertel der Balken fehlt bei mir noch. So. Muss schon noch ein bisschen mehr rüberkommen dabei. I've got no roots. Copyright Strike. So jetzt. Nummer 6. Patrick. Hm? Bist du noch völlig gesund oder muss ich einen Krankenwagen rufen? Das klingt wie ein Schlaganfall. Ich habe einen Schlaganfall. Was? Alles klar. Warte mal, ich sehe hier something. Hier ist ein fucking Claptrap. Wo? Hier, wo ich bin. Ja, Reparaturkit. Speicherdeck Upgrade, yay! Das Reparaturkit ist auf der anderen Seite. Ich hole es mal schnell. Machen wir wieder diese fette Collaboration. Okay. Ich hole das Reparaturkit, du bleibst gleich wie immer, reparierst ihn. Hab's. Und. Oh, diesmal steht er auf. Ach, das. Nee, das geht man schon bei ihm ab. Hey, ich kann es nicht abgeben gerade. Nicht? Nee. Dann backt's vielleicht gerade. Oh, ich sehe gerade. Eine Waffenkiste gefunden. Was denn? das war eine Falle. Er hat gesagt, ich sehe schon, du bist auf den dummen Claptrap Hilf mir Trick reingefallen, um mich zu reparieren. Und jetzt mache ich dich fertig. Ja, das war jetzt eine Falle. Er hat dich jetzt gejuked. Speicherdeck. Jetzt hab ich ein Level-Update. Nice. Level-Update. So. Und hier ist auch eine rote Kiste. Mit einem schlechten Snipper und einem schlechten Jägermod. Wenn du soweit bist, sagst es, dann geh ins nächste Gebiet. Kannst initiieren. Ich bin soweit. Okay. Grüne Spucker-Skags sind vollkommen immun gegen Säureschaden. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, nix. Weiter geht's. Also ich merke jetzt, ich spiele halt über Boxen, deswegen, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit dem Headset ist bei mir jetzt gerade, aber die Stimmen sind arg leise. Das bitte ich dann halt einfach, wie schon öfter erwähnt, zu entschuldigen. Im Zweier wird es dann besser. Aber wenigstens sind die Waffen nicht mehr so betrieben laut jetzt. Ups. Ich habe ganz vergessen, dass die ja eigentlich doch ganz gut aushalten. Dass sie Schaden machen. Mhm. Soll vorkommen. Scheiße, jetzt habe ich dich gehalten und verreckt deswegen. Meine. Ich hasse dich. Naja, ich kann dich ja heilen, wenn du mich wiederbelebst. Ripp. Wo müssen wir denn hin? Überall. Wupp. Links, wir müssen gar nicht rein, anscheinend. Ah, okay. Oh Gott, was für so ein Leibgard ist mit einem Schild. Die mag ich nicht. Ich auch nicht. Geh gleich links, vielleicht ignoriere ich. Ach nee, wir müssen noch weiter, okay. Okay, links ist auch ein Lager. Ich hoffe, ich hab die jetzt nicht getriggert. Hm. Die müssen uns nachlaufen. Nee.
Das macht mich fertig. Jetzt hat auf meinen Trick reingefallen. Auf den ich liege am Boden und ihr könnt mich fertig machen Trick. Heil dich mal. Ausgezeichnet. Ich mach jetzt hier das Bällebad wieder an. Die Typen mögen nämlich keinen Sora schon. Nee, wirklich nicht. Der überlebt eine ganze Menge. Ich treffe den eine ganze Menge nicht, was? Ich vertraue in dich. One day. Sag mir bitte das nächste Mal, wenn du einen Turm aufstellst, brauchst du Munition. Hier ist ein Turm. Okay, die sind anscheinend über das ganze Gebiet verstreut. Das hätten wir uns doch denken können. Das wäre sonst viel zu einfach. Was sind diese Vorratsdinger, die mein Geschütz zum Schießt eigentlich? Einfach ein Munition-Pack, oder? Schaut so aus, irgendwie. So nach, die Brücke lang. Nach 40 Parts darf man sich das auch mal fragen, was der Geschützturm eigentlich macht. Flo? Ja? Soll ich wieder Houdini spielen? Wir sind wieder an der Stelle. Wo ich mich einfach weggedreht habe und zwei Frames später einfach 6 Kilometer weit oben bist. Ja. Gott. Brrr. Weißt du, was schlimm ist? Der Charakter braucht irgendwie ewig, um auf dem Boden zu liegen, um endlich angreifen zu können. Sinnloses Zeug im Inventar. Das hast du am liebsten. Ja. Ja. Serat, ich habe dir jetzt meinen Feuersniper ausgerüstet, glaub schon beim Säuresniper. Ist ein bisschen unpraktisch. Oh, der hält eine Menge aus. Ich kann mal was gucken. Ich hab den Schock noch drin, lass mal auf Säure umstellen. Alles auf Säure. Ach, jetzt auf einmal. Flo. Alles klar, was hat mich gerade getroffen? Flo, ich bin Houdini! Harold Houdini. Schlechte Sniper, schlechte Shotgun. Wo sie nicht gucken konnte. Okay, die ist eh weiß. Aber die sind nicht. Also, die Sniper hat 250 Schaden gemacht. Ich kann sie gerne nochmal rausschmeißen. Also, ich nehme nur Jacob, Stahl und Melivan. Alles andere ist unter deiner Würde, oder? Ja, die Melivan sind die guten Effekt-Sniper, da habe ich jetzt 3 Stück. Jedes Element eine. Wie schmeckt dir das? Ach Gott, wir kommen von der Seite nicht hier rein. Schaut so aus, ja. Jetzt hat uns das Ding dann zuerst in diese Richtung gelotst. Wir müssten eh woanders hin. Wieso bin ich hier überhaupt nachgelaufen? Weil die Karte uns gezeigt hat, hierhin wegen den Puppen. Ah, dreifach. Sonst wäre ich ja nicht hier gewesen. Das zeigt uns nicht unbedingt immer die nächste Puppe an. Das zeigt uns einfach, hier ist eine Puppe. Da ist die andere. Ja, und wir be like, Puppe! Okay. Das ist jetzt der große Test für mein Video. Ob ich einen Popschutz brauche oder nicht. Puppe! Ich würde sagen, ja. Warum? Keine Ahnung, weil es sich ungefähr so angehört hat. Puppe! Ja, ich habe sie auch gerade übertrieben, okay. Ist mir egal. Was ist mit Smeagol? Ja, reicht, sie soll den Tower fertig machen. Ich treffe den eh nicht. Ja, mittlerweile macht der Tower sogar Schaden, nachdem ich jetzt den Damage geskillt habe. Unerwartet.
Eine Melee Gun. Ist die besser als meine? Nimm beides. Ist meine Schock. Ah ne, die ist schlechter. Ich nehme sie trotzdem mit. Du bist schlechter. Meine jetzige hat 4-fach Elektro und 282 Schaden. Das macht schon was aus. Ernsthaft? Dr. Ned ist wieder da. Ja. Ich weiß, dass ich da ein bisschen beschäftigt bin. Es sind ganz viele Claptraps. Egal, ich mach ihn fertig. He's dead. Also irgendwie machen die Klappschutz gerade ein bisschen fertig. Nur ein bisschen. Irgendwas Blaues. Vermiss ein. Granaten noch. Alter, wie schnell ich dich voll heile. Tank Sniper des Grauens. Okay. Denn diese Puppe bin ich jetzt wahrscheinlich da drüben, aber wie kommen wir denn da oben drauf? Auf der anderen Seite drüben gibt es einen Weg, so wie es aussieht. Muss ich jetzt darauf Houdini? Kann das auch ohne dich. Houdini! Wieso, was ist passiert? Komm nicht mal darauf. Ich wollte es über diese Rohre da drauf. Ich schaff's nicht. Du bist nicht Houdini genug. Ja, ich mag's. Du spürst den Spirit einfach nicht. Hast du jetzt gekriegt? Was denn? Puppe. Ja. Geil, ich habe eine Kiste gesehen. Und jetzt bin ich runtergefallen. Lass es sehen, weiß. Ja. Sehen nur weiß, okay. Also halt diese nicht roten Kisten. Ja, die nutzlosen. Genau. Manchmal war da schon was drin, aber ich glaube, unsere Waffen sind gut genug, dass nur eine rote Kiste das ausgleichen können. Ich brauche eine blaue Kiste. Gibt es die denn? Nein. Dann will ich sie. Das hört sich selten an. Ja. Jetzt wollte ich dich gerade runterwerfen. Das ist hier. Lustig, da war ich halt vorhin auch schon. Da stand ich hier dran. Und diese Map hat es nicht für nötig gehalten, mir anzuzeigen, dass da eine Puppe ist. Ich hab sie nicht mal gesehen, wo sie war. I'm too fast, man. Ich mag's. I'm fucking Houdini. Harigo Houdini. Cat goes moo. Cat goes meow. Patrick, ich sag das echt nur, das ist eine Intervention. Wenn du das noch einmal machst, muss ich leider die Freundschaft verändern. Okay, right, Spike Nummer 7. Außerdem, was für eine Freundschaft ist das? Wir sind keine Freunde. Aber wir könnten das bitte noch mehr spawnen. Ja, durchaus. Alter! Also ich sehe gar keine Gegner mehr, ich holz einfach nur noch rein gerade. Es funktioniert aber. Können wir unser Inventar dann gleich wieder füllen? Ich glaube, es haben sie aufgehört. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist... Das ist eine rote Kiste. Oh. Ein Sniper. Mit eins... Wenn es weg ist, dann sehe ich auch, was draufsteht. Eine Caustic. Die ist besser als die ich habe. Nehme ich. Drähte, 3D-Brille. Okay.
Sonst müssen wir nichts einsammeln in dem Gebiet, oder? Also nur jetzt, wir sind jetzt nur wegen diesen komischen Puppen hier. Ja. Oh, das sind Shops zum Verkaufen. Perfekt. Können wir uns Inventar wieder leer machen. Ja, da ich nichts Gutes gefunden habe, kann ich auch einfach alles verkaufen. Gibt's das? Nein, 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 ich meinte, ich muss nichts angucken. Ach so. Das wäre es halt echt so, 30 Parts später, wir entdecken nach und nach, dass es in diesem Spiel ziemlich viel gibt, was wir einfach ignorieren. Ich glaube, ich habe eine Sache zu viel verkauft. Es gibt okay, die, ja. Die jetzt warte mal, das muss ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Ich habe jetzt gerade eine grüne Sniper gefunden. Nee, die ist immer noch schlechter als die, die ich habe. Patrick? Ja? Ist für eine Sniper mit 500 Schaden ohne Elementschaden? Kommt auf die Genauigkeit an. 92. Nee, dann nein. Ja doch, wir haben doch plus irgendwas Prozent. Ja, aber das ist, selbst die, die ich hab, ist unangenehm wackelig. Und die hat viel mehr, also. Geil, die mir mit dem Level-Upgrade gerettet. So, ich dachte, du warst eine halbe Sekunde. Ich war am Unfall und er ist gestorben. Das ist allein unangenehm. Ich find's auch unangenehm, diese ganzen Sachen die ganze Zeit einsammeln zu müssen. Alter, vor allem dieser eine Gegner, der jetzt hier einfach nicht weggehen wollte. Das Ding wollte einfach nicht sterben. Gott, was passiert denn hier? Hier, Heilung. Ich bin auf einen Zickzack zu laufen. Oh Gott. Ich find's unangenehm, diese ganzen Teile von diesen Treppen einsammeln zu müssen. Eine lächerlich hohe Anzahl von Claptraps. Ja gut, ich müsste ja nicht während dem Kampf machen, aber irgendwie stören mich diese ganzen Dinger auf dem Boden hier rumliegen. Teleport. Alter, wie ich dich gerade hochgehält habe. Anna at its best. Scheiße. Ich werde mich nicht wiederbeleben können. Weil ich genau vor mir diesen Pfosten hab. Was ist der Dreckspfosten? Ich geh da jetzt vor und mach dich fertig, mir reicht es. Teleport. Hinter dir. I see. Lass mal genau Scope. Ziel wird überbewertet. Okay. Ah, ich hab's. Was hast du? Ach, die Puppe. Okay. Ja. Können wir jetzt ja eigentlich wieder raus aus dem Gebiet, oder? Ja. Warte mal. Nee, das ist gerade woanders. Aber wir können, glaube ich, hier raus, oder? Hier runter, oder wo? Nee, warte. Ich guck gerade mal. Ja. Ich snipe den einen Typ da schnell weg. Na gut. Hier unten war ich gestern übrigens, als ich Houdini-mäßig eine Runde gefunden bin und kam dann quasi von da. Ich hasse diesen Typ. Jetzt so. Mein Turm hat irgendwas gekillt. Ja, ein Skag. Was für ein Keg? Was? Ich helfe ihm mal. Nein, er muss lernen, mit seiner Behinderung klarzukommen. Erdbeerkill. Das fängt dann schon wieder an. Geil, kann ich wieder in die Tank schreiben, was? Oh, das ist eine Waffenkiste. Wie oft sind wir da schon vorbeigelaufen? Ich meine, es ist nur eine weiße, aber trotzdem. Ich labber alle Waffen nach, bis ich bei dir bin. Ach, nur Schrott. Ja, wo war eine Waffenkiste? Hier unter mir, wo ich gerade stehe. Hä? Da kannst du unter die Treppe durch und da war's. Ach, jetzt sehe ich's. Okay. Ja, da sind wir wirklich 10 von 10, 50 Mal dran vorbeigelaufen.